Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten zurück in den Animus steigen. Ezio wartet. Und Ezio nicht mehr warten lassen. Zurück in die Renaissance. 1500. Oder 1501, ich weiß es nicht. Bekanntheitsgrad. Durch illegale Aktionen werden sie gesucht. Wenn sie gesucht werden, werden sie gesucht. Ja. Und wir befinden uns wieder in Rom. Okay, was machen wir als erstes? Wir haben drei Missionen, wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zu der, die am nächsten ist. Okay, markieren und holen wir uns mal das Pferd hier. Wenn du darauf bestehst. Ja, ich bestehe darauf. Wieso soll ich dich leben lassen? Hä? Ach, wir könnten mal die Dings hier, die Dingens hier, ja, den Schmied hier reparieren lassen. Oh, ach, doof. Doof. Ja, ich kann mich nichts mehr dazu sagen, nur doof. Genau wie hier, einfach nur doof. Doof! Nein. Langsam glaube ich nicht mehr, dass ich alle habe. So, was ist denn das hier? Unsere nächste Mission anscheinend, ne? Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Son, wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Na super, da wollte man mal Freunde gewinnen und ja, schwere Verhandlungen. Das nötige Geld abliefern, wer macht sie Florin? um die Besitzer der Rosa in Fiore aus den... Ja, toll, nicht schwimmen. Und wir haben null Geld. Wir haben 80 Florin. Und wir bauen so... Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Wie soll man jetzt hier... Ich sammle doch keine 2500 Florin durch Leute hier ausrauben. Da sitzen wir ja noch morgen dran. Hoffentlich haben wir Geld an der Bank, ey. Hoffentlich haben wir Geld an der Bank. Dann sprinte ich mal ganz schnell hier vorne hin. Und wenn wir kein Geld haben, dann haben wir gelitten. Da muss ich echt mal so sagen. Ja, und auch ganz logisch, wenn wir Freunde finden, sofort, ja... Der Freund wurde entführt, den man haben möchte. Die frischesten, kräftigsten Regen. Auch nicht gerade eine schöne Vorstellung. Meinst du in einem Disco, ne? Möchte jemanden so näher kennenlernen, auf einmal wird er entführt. LOL. Das Consiglio Rionale erinnert alle Cittadini. Das wird jetzt aber irgendwie komisch, dass ich hier kein Leben verloren habe. Das war schon recht hoch. Und ja. By the way, ich habe letztens auf Spieltipps gelesen, dass Battlefield 4 im Herbst 2013 kommen soll. Was sagt ihr dazu? So schnell ein neues Battlefield? Ist das die... Also ich finde es ein bisschen schnell, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir gerade erst Battlefield 3 geholt habe. Und ich sofort möchte, dass es wieder veraltet ist. Na jedenfalls, da sind dann 2 Jahre Entwicklungszeit für ein neues Spiel. Und ich weiß ja nicht. Also. Und die ist interessiert. Ich wurde wieder gerade abgelenkt. Deswegen habe ich auch 10 Sekunden nichts gesagt. Nächstes Mal komme, wenn ich hier aber sehr böse, wenn ich abgelenkt werde. Naja. Ja, kein Geld. Juhu. Yeah, kein Geld. Ja, viel Spaß. 2500 Florin jetzt durch diesen. Ey. Hätten wir doch nicht so viel Geld ausgegeben, ey.
Ich weiß jetzt nicht, soll ich das offstream machen? Ich denke noch oft an meinen Liebsten. Hätten wir das Bein rechtzeitig amputiert, wäre er... Ach, wisst ihr, das ziehen wir jetzt zusammen durch. Ach, komm her, Alter, komm her. Ja, dein Geld ist weg, ich hab's. Dein Geld ist noch da. Nur nicht mehr bei dir. Schlachten, ich schlachte dich gleich. Wenn du hier noch so weitersprichst. Kleiner Penner. Dicane Vatamori. Hab ich schon erzählt, dass ich dieses Jahr in Rom bin? Ey, das ist echt eine gute Idee. Ich mache ein Video daraus. Ich mache so ein Video aus den Fotos, die ich gemacht habe. Und ja. Erinnert mich daran, wenn ich es vergesse. Verdammt, ich wurde bestohlen. Ja, ich hab dich bestohlen. Dein Geld ist bei mir. Und die haben auch kein Geld mehr, die Penner hier. Die haben alle kein Geld. Naja, wenn das so einfach wäre im Waren, nehmen einfach so ein paar, so 10 Euro. Pff, ja komm, 10 Euro, 7 Euro. Ja, aber ich würde es keinem raten. Was war das jetzt? Das war mal ein heftiger Frame-Einbruch. Richtiger Frame-Einbruch. Weiß auch nicht, woran das liegt. Wenn jemand Tipps hat, wie man Fraps-Aufnahmen flüssiger machen kann, ohne irgendwelche neue Hardware zu kaufen, dann schreibt's bitte in die Kommentare. Das würde mir sehr weiterhelfen. Also in Minecraft habe ich es geschafft, nur nicht mit in Minecraft habe ich es geschafft, aber da habe ich nichts an Fraps verändert, sondern am Spiel selber. Und wir haben immer noch nicht 2000 Flugen? Nein! Wir sind kein Taschendieb, wir sind ein Meuchelmörder. Habt ihr das vergessen? Oder wollt ihr das zu spüren bekommen, hä? Mit diesem Viertel bin ich fertig. Ich bin gleich mit deinem Leben fertig. Ein Wunder, dass uns die Borgia noch nicht entdeckt hat. Und wir haben immer noch nicht 2500 Florin. Ja, wir sind ein Teufel. Ich glaube, ich gehe eigentlich nur um den Block rum, oder? Wir haben noch nicht 2500 Florin. Aber wie gesagt, ich bin dieses Jahr, im September um genau zu sein, mit meiner Schule, und zwar mit der gesamten Schule, es ist auch schon mal was, mit der gesamten Schule nach Rom zu fahren, das ist auch, haben wir auch noch nie gesehen. Jedenfalls fahren wir dann mit der ganzen Schule nach Rom und ja, das wird geil. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner Pflicht zutiefst in seiner Berufsehre. Hast Pech gehabt. Hier ist ein Taschendummkopf. Lol. Ich stehle vor der Borgia und die machen nichts. Das ist, ey, das ist doch mal eine geile Dingens hier. Naja. Hey, haben die kein Geld mehr? Die haben gleich die ganze Stadt ausgeraubt hier. Oh oh. Oh oh. Ja, scheiße. Wir bauen nur 600 Florin, oder? Nee. 500 und Fahrzeugquetschte. So. Wenn wir fast 10 Minuten hier nur mit Geld sammeln verschwenden, ist doch alles Scheiß hier. Wahrscheinlich, wenn wir genau 2500 haben, ist das in der Bank eingezahlt. Also, ne? Wo soll ich denn jetzt hier runter? Ich versuche mein Glück. Geronimo! Okay, das war scheiße. Hä? Lol? Schon wieder dein Leben verloren. So, Geld regiert die Welt. Geld. Geld allein macht aber nicht glücklich. Das muss euch auch mal klar sein. Ich meine, gut, du kannst hier, je mehr Geld du hast, auch mehr kaufen, aber eins muss man sich auch mal vorstellen. Je mehr Geld man hat, desto mehr möchte man auch irgendwie haben. Das ist mir auch schon mal irgendwo aufgefallen. Also habe ich auch mal persönlich die Erfahrung gemacht. Je mehr Geld man hat, desto mehr möchtest du auch haben am Ende. Und ja, das ist der große Nachteil an Geld. Es
jetzt wird auch überall viel auf Geld geschaut. Ich meine. Naja. Komm her, Alter. Auditore, mach dich platt. Auditore, mach dich platt mit dem Frame-Einbruch. Avanti. Wir haben eine Pizzeria, der ist. Wow, die. LOL! Das war jetzt aber mal. Ey, der hat ja seine eigenen Leute umgefahren. Oh. Oh. Und ich glaube, ich höre auf jetzt mit diesem Gefecht, sonst. Warte mal, wo laufe ich überhaupt hin? Auditore, macht euch platt. Auditore, haut ab. Ey, das hat sich sogar gereimt. Wo gehen wir denn hin? Ich würde vorschlagen, wir gehen auf unsere Dingens hier. Auf. Ja. Ich habe keine Ahnung, das ist so die Insel, also die eine Dingsabumsinsel, ne? Okay, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir. Schieß, schieß, schieß! Wow. Hallo, Kamera, hör auf damit! Fährt, warte! LOL. Ha 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 ha. Ihr kriegt mich nie. Ihr seid blödes Vieh. Ich krieg keine Reime hin. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Ja, ich bin auch stolz. Muss ich mal echt sagen. LOL. So, komm her. Ich glaube, das ist auch noch nie in irgendeinem Assassin's Creed Brothers Let's Play passiert, dass man irgendwie 10 Minuten lang hier 2500 Florin klauen muss, ey. Was ist das hier, ey? Ich wurde beraubt! Ich wurde beraubt! Deine Mutter! Wenigstens ist mein Junge hat kein Geld. In Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Nein. Scheiße. Mein Geld war das weg. Meine Fresse wurde gestohlen. Tschüss. Hallo, du sollst das Geld klauen. Nicht einfach den schönen Frauen hier. Na gut, schön ist relativ, aber. Ich glaube gerade, das Mikro hat übersteuert. Ich weiß es nicht. Ach, oh, wer hat das Geld jetzt? Oh, das ist jetzt mal irgendwie, ne? So. Wir müssen da hinten hin, okay. An alle Damen des so, erstmal hier hoch. Wupp dich. Erinnert mich irgendwie an Gronkh. Oh, das war jetzt ein bisschen knapp. Aber ich glaube, wir müssen sowieso hier runterspringen, von daher. Geronimo! Scheiße! Nein, das habe ich ja voll vergessen. Ist das doof? Oh, sichere 100% Synchronisation habe ich gerade zunichte gemacht. Oh. Ja, wir müssen am Ende, wenn wir das Spiel durch haben, werde ich das dann einfach normal spielen, aber auf Stream. Aber trotzdem, so doof. Ja, diesmal haben wir Leben verloren. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Ich bin ein Mann mit vielen. Ja, du bist ein Mann mit vielen Frauen. Das regt mich jetzt gerade echt voll auf. Wie kann man einfach nur ins Wasser springen? Wie doof kann man sein, um ins Wasser zu springen? Das ist doch nur Wasser, ekliges Wasser. Wo wir gerade bei Wasser sind. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Und zum Glück habe ich kein Leben verloren. Also hier im Spiel. Muss schon sagen, das Wetter im Mittelmeerraum ist sehr warm. Und zwar sehr, sehr warm im Vergleich zu Deutschland. Natürlich auch so, aber im Vergleich zu Deutschland ist Deutschland der Südpol. Und am Flughafen musste ich einen Kälteschock erleiden. Das war nicht schön. Ja. Ja, und danach, also das hat... Ein Augenblick.